Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einer neuen Infothek. Es sind ein paar Kleinigkeiten gekommen, die ich euch zeigen möchte und ein paar Infos zum Thema Becken kann ich euch auch hier und da noch geben. Also in diesem Sinne hauen wir direkt rein und gehen ans Eingemachte. Ja, Leute, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, das Becken läuft, das Becken rennt und es sieht dazu noch richtig, richtig geil aus. Also Grundinfo zum Thema Becken da hinten ist einfach nur, läuft top, läuft super. Ich bin gerade mit den Nährstoffen noch ein kleines bisschen am Justieren, aber das ist eine Feinjustierung. Ich habe tatsächlich hier und da Schwankungen im Phosphat gehabt. Das war allerdings selbst produziert, selbst gemacht, weil ich nämlich eigentlich ein bisschen Phosphat dazu dosieren wollte, habe aber zu viel dosiert. Ich lag oder ich liege konsequent bei einer 0,04. Da würden einige sagen, oh geil, will ich haben. Ja, hat aber den Nachteil bei mir, meine Korallen sind mehr gewohnt. Also sprich eine 0,08, 0,06 bis 0,08. Das ist so meine Range, wo ich gerne hin möchte. Von daher habe ich mit der Dosierung vom Phosphat begonnen, hatte ein kleines wenig zu viel gehabt und bin dann aufgrund nicht messen und faul halt mal wieder tatsächlich bei einer 0,12 ausgekommen. Habe die Dosierung eingestellt, das ist innerhalb von 3 Tagen wieder abgesackt auf eine 0,04 und jetzt fange ich wieder an, so nach und nach die Dosierung leicht anzuheben, um das Ganze dann natürlich vor dem Urlaub einigermaßen stabil zu haben, damit meine, meine Urlaubsvertretung einfach nur noch Futter reinschmeißen muss. Einmal gucken, was ist mit dem Abschäumer los. Aber selbst da kann ich ihn so einstellen, dass das Thema die ganze Woche über ohne Probleme vernünftig läuft. Aber ihr seht, hier auf der linken Seite steht schon was und darüber reden wir jetzt. Ja, da ich aus beruflichen Gründen leider nicht die Zeit hatte, zur Interzoo zu fahren, schade, 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 muss ich ganz ehrlich sagen, wäre schön gewesen, kann ich euch aber ein Gerät vorstellen, beziehungsweise bald vorstellen, das teaser ich jetzt an, ein photometrisches Messgerät, was Wasserwerte messen kann, im Prinzip all in one. Haben wir auch schon ein ähnliches Gerät gesehen vom Robert Bauer. Das hat er auf der Interzoo gezeigt. Das ist relativ groß gewesen. Das, was ich bekomme, ist auch von einer polnischen Firma. Ich blende euch das mal eben kurz mit ein. Das soll jetzt in den nächsten Tagen hier bei mir aufschlagen. Ist nicht ganz so, ich sage jetzt mal, weit entwickelt, beziehungsweise ganz so, ich sage jetzt mal, funktionell. Mit App-Steuerung und, wie das Gerät, was auf der Interzoo vorgestellt wurde, sondern es ist ein kleines, kompaktes Gerät, was insgesamt 15 Wasserwerte messen kann. Momentan sieht es aber erstmal danach aus, dass ich 10 bis 12 nur messen kann, weil wir das Problem mit der Chemieverordnung haben. Also sprich, dieses Chemieverbot für Online-Kaufen und Versenden und den ganzen Kladderadatsch. Aufgrund der Tatsache hat der Hersteller gesagt, okay, das ist so bei euch, also muss ich leider die Reagenzien rausnehmen und erstmal Ersatz dafür suchen. Aber es können auch weiterhin 10 bis 12 vernünftige Werte gemessen werden. Alles mit einem Gerät und das werde ich demnächst bekommen und dementsprechend euch dann zeigen, wie das funktioniert, ob das hält, was es verspricht. Weil ich werde nämlich auch hingehen und gleichzeitig, wenn ich das Gerät teste bzw. in Betrieb habe, auch zum gleichen Zeitpunkt ICP-Messungen machen lassen von dem exakt gleichen Wasser, was ich dann gerade teste. Und dann können wir dann im Nachhinein sehen, passt das oder passt das nicht, was das Gerät da gemessen hat. Das schon mal als Teaser vorab. Und das, was definitiv gekommen ist, die Firma Arca ist an mich herangetreten und hat gefragt, möchtest du nicht mal diese Anlage hier testen? So, jetzt weiß ja jeder, dass ich im Vorfeld hier die Anlage von Aquamedic euch vorgestellt hatte und im Betrieb hatte. Und diese Anlage tut, was sie soll.
Sie produziert vernünftiges Wasser, sie läuft vernünftig, sie hat das entsprechende Abwasserverhältnis, was auch angegeben ist. Bis zu 1 zu 3 war es teilweise. Und das war eine Sache, die mir, ich sage jetzt mal, so ein kleines bisschen ein Dorn im Auge war. Ich brauche momentan nicht mehr so viel Wasser, weil ich auch nicht mehr so viel Wasserwechsel mache. Aber das Abwasserverhältnis ist eine Sache, die mir tatsächlich ja, die den Anstoß gegeben hat und gesagt hat, okay, aufgrund dieser Tatsache möchte ich die MyAqua, ja genau, MyAqua 1900 mal ausprobieren. Ich habe das Gerät vorletzte Woche bekommen, angeschlossen und da gab es ein technisches Problem. Welche Art das war, brauche ich jetzt nicht näher darauf einzugehen. Fakt ist, das Gerät funktionierte nicht so hundertprozentig, wie es funktionieren sollte. Es kam nicht die Menge an Wasser raus, die kommen sollte, und das Abwasserverhältnis, das stimmte auch nicht. Da mal ein großes Lob an die Firma Arca. Ich habe da die entsprechende Kontaktperson angeschrieben und es ist ohne Probleme sofort eine neue Anlage an mich herausgeschickt worden. Ein Rücksendeetikett kam von der Firma und das ist ausgetauscht worden ohne Probleme. Und ich habe die Anlage jetzt verbaut und das Ganze gucken wir uns dann jetzt gleich unten im Keller einmal an. Ist nicht wirklich hübsch, aber also im Keller. und da können wir dann gleich mal näher drauf eingehen. Ja, Leute, sind wir im Hexenke in der Hexenküche. Ihr seht, die Anlage hängt. Es gibt wirklich nicht viel bei dieser Anlage zu beachten. Ihr seht, die Etiketten sind hier alle vorne. Ich müsste sie eigentlich noch beschriften mit dem entsprechenden Datum, wann ich das Ganze in Betrieb genommen habe. Grundsätzlich gilt, reinsetzen, verdrehen, bis sie tatsächlich komplett eingerastet sind. Also sollte man so einsetzen, dass die Etiketten nach vorne zeigen, dann sieht man bei der Ausrichtung der Etiketten, dass das alles von, ja, von der Ausrichtung her passt. Wir haben hier eine ziemlich kräftige Wasserzuleitung, die hier im Vergleich zu dem Abwasser ziemlich dick ist. Also die Anlage ist äußerst durstig. Das ist schon mal Fakt. War ich ein wenig geschockt, als ich das Ganze gesehen habe. Des Weiteren habe ich jetzt hier einen Abzweig, der da hinten zu dem entsprechenden Osmosehahn geht, den die Anlage dabei hat. Das ist schon mal recht geil. Ich hatte da hinten sowieso noch Platz, also konnte ich diesen Hahn auch verbauen. Ja, wenn ich den hier aufmache, fängt die Anlage direkt an und produziert mir sofort dann dementsprechend Wasser. Und wenn ich sie wieder zumache, baut sie wieder einen Druck auf und schaltet dann ab. So ist die Anlage hier unten auch bei mir installiert, dass sie im Prinzip ständig produzieren könnte. Ich habe hier meine beiden Magnetventile verbaut und zwar jetzt im Klarwasserbereich und nicht davor, weil diese Anlage tatsächlich einen entsprechenden Druckschalter drin hat. Wenn diese Schalter hier öffnen, dann wird dann dementsprechend Wasser produziert in die Richtung, wie ich das möchte. Ich habe jetzt hier einmal sowieso schon Wasser produziert für den Wasserwechsel. Hier habe ich den Bereich nach oben. Also hier ist einmal ein Magnetventil und hier ist ein Magnetventil. Beides hängt zusammen. Einmal vor der Kartusche und einmal hinter der Kartusche, damit sich hier drin nicht zu viel Druck aufbaut. Das ist übrigens recht wichtig. Der Druck, der hier durchgeht, ist okay, aber er sollte auch nicht zu groß sein, damit diese Kartusche hier nicht zu sehr belastet wird oder die entsprechenden Verbindungen. Daher habe ich einmal davor und einmal dahinter das entsprechende Magnetventil gesetzt. Schalten kann ich das hier oben über den Power Switch von Refactory oder direkt einmal anschalten. Jetzt springt es gerade nicht an, aus dem einfachen Grund, weil oben schon voll ist und hier unten ist auch voll. Jetzt gehe ich hin und mache den Druck einmal runter. Und dann, ihr hört, die Anlage springt an. Der Druck baut sich wieder auf durch meinen Sicherheitsschwimmer, den ich hier habe. Den gleichen Sicherheitsschwimmer habe ich oben auch. Das heißt, ich kann diese Anlage laufen lassen, bis das hier unten voll ist, bis es oben voll ist. Und im Endeffekt
brauche ich mir keine Sorgen machen, weil dieser Sicherheitsschirm reagiert. Habt ihr gerade gesehen, das ist hier offen. Und der Sicherheitsschirm oben, genau das gleiche Spiel. Wenn der zumacht, baut sich der Druck dementsprechend hier auf und die Anlage schaltet ab. Finde ich eine sehr geile Sache, muss ich mich nicht weiter darum kümmern. Ist natürlich ein Standby-Strom, den ich euch auch noch anzeigen werde, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich in der Bedienungsanleitung eben nachschauen. Fakt ist, Thema Wasser und Abwasser, da kommen wir jetzt zu. So Leute, wir haben jetzt hier mal einen Versuchsaufbau aufgebaut. Das ist das Wasser, was im Prinzip direkt hinter der Kartusche rauskommt. Also sprich, wird von der Anlage produziert, durchläuft einmal meinen 4 Liter Harzfilter und das hier ist der entsprechende Schlauch und das hier ist das Abwasser. Wir wollen jetzt hier mal schauen, A, was produziert sie und B, was haben wir von Abwasserverhältnis innerhalb von einer Minute. So, dazu schalte ich dann einmal hier oben dann jetzt gleich ein und gleichzeitig lassen wir die Minute da mal laufen und dann schauen wir mal, was die Anlage produziert. Was ich euch schon sagen kann, wenn die Minute um ist, wird hier eine Menge X drin sein und das Abwasser wird dann dementsprechend noch ein bisschen nachlaufen. Das ist normal, weil da immer noch Druck in der Anlage ist und weil da nichts abgeschaltet wird. Also dementsprechend läuft das Wasser dann noch ein bisschen hinterher. So, das sind 1,5 Liter Behälter hier. Also da werden wir noch mal sehen, was da im Endeffekt bei rumkommt. Und aus. So, ihr seht, das Ganze steigt noch ein bisschen. Wir haben jetzt hier tatsächlich durch die Kartusche produziert 800 circa, 800 Milliliter und am Abwasser haben wir 900 Milliliter. Das ist gut, das ist ein sehr gutes Abwasserverhältnis zueinander. Bin ich auch von der Menge her mit zufrieden. Das passt, weil halt die Anlage natürlich durch die Kartusche drücken muss. Wir werden das gleiche Spiel jetzt nochmal einmal, werde ich das Wasser hier von diesem Schlauch entnehmen. Das ist die Abzweigung, die direkt hinter der Anlage das reine Osmosewasser abnimmt. Und da werden wir dann mal sehen, was da dann rauskommt, weil die Kartusche bremst natürlich die Produktion, ist klar, logisch. Das muss da auch durchgedrückt werden, also kommt da weniger Wasser bei rum. Also neuer Versuchsaufbau, bis gleich. So, Versuchsaufbau sieht so aus, dass ich direkt hinter der Anlage, also vor der Harzkartusche, das Wasser jetzt entnehme. Dann schauen wir mal, wie viel da innerhalb von einer Minute bei herumkommt. Was ich gleich auch noch machen werde, ist eine Wasserprobe mit einem separaten ausgewaschenen Zylinder nehmen. Hier die entsprechenden Behälter sind nicht ganz hundertprozentig sauber, deshalb ist eine Messung nicht ganz so okay. Wir kriegen von AK hier ein TDS-Messgerät mit, was wir in verschiedenen Möglichkeiten haben einzustellen. Einmal in Mikrosiemens und einmal in PPM, also Parts per Million. Temperatur wird mit angezeigt. Damit kann man auf jeden Fall dann schon mal schauen und überprüfen, was diese Anlage kann. Ich selber habe hier auch noch mein altes TDS-Messgerät und dann schauen wir mal, was das Ganze vergleichstechnisch zueinander anzeigt. Das kommt aber dann später, jetzt hier nach der Messung. So, 1, 0 und aus. So, ihr seht, die produziert noch ein kleines bisschen nach, damit sich der Druck aufbaut. Wir haben jetzt hier wieder das gleiche Abwasserverhältnis, so um die 900 Milliliter. Und auch hier haben wir so knapp 800 ml jetzt produziert. Das heißt also, unsere Harzkartusche hat im Endeffekt keine große Auswirkung gehabt darauf. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, ist ja gut, ich bin noch da. Vergessen auszumachen. Ihr seht also 800. Beziehungsweise, ja, hier sind es tatsächlich spitz auf Knopf jetzt 800. Eben war es ein kleines bisschen weniger. Das ist soweit okay für mich.
wenn wir das Ganze jetzt hochrechnen, liegen wir bei ungefähr, lassen wir mich grob überschlagen, blende ich euch ein, aber es müssten so um die 12.000 Liter am Tag sein. Und das ist schon eine ganze Menge. Damit bin ich äußerst zufrieden. Auch das Abwasserverhältnis, wie gesagt, wir sind jetzt hier bei 950 ungefähr zu 8. Also es ist etwas über 1 zu 1. Blende ich euch auch noch eben ein, das Abwasserverhältnis. Wir werden mal schauen, was jetzt hier rein produziert wurde. Und hier zeigt er mir jetzt 39 an. Das ist natürlich... Wir machen einen kurzen Schnitt. Ich nehme einen entsprechenden Messzylinder und fülle dann dort vernünftiges Osmosewasser ab, weil, wie gesagt, die waren nicht hundertprozentig sauber und somit ist das nicht aussagekräftig. Grundsätzlich gilt, wenn ich den Leitwert einer Osmoseanlage testen möchte, muss die Osmoseanlage erstmal eine gewisse Zeit lang laufen. Die erste Inbetriebnahme sowieso. 1 bis 2 Stunden einfach laufen lassen, damit der ganze Schmodder raus ist. Anschließend einmal gegenspülen, damit die Filter dann auch wieder sauber sind. Und dann eine gewisse Zeit laufen lassen, so wie ich das jetzt mache. Ich zapfe jetzt hier mal dementsprechend in meinen gereinigten Behälter ab. Pack das TDS-Messgerät rein. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das Gerät hier zeigt 13 ppm an. Warum ppm? Weil ich das Ganze nämlich hier mit diesem Messgerät gegenmessen möchte und das zeigt mir ppm an. Und hier, ich weiß auch nicht, ob man es genau sieht, werden 11 angezeigt. Könnte jetzt daran liegen, dass das Gerät vielleicht noch nicht kalibriert ist. Nochmal gegenrest, nochmal gegen. Also hier zeigt es 13 an bei 15 Grad Wassertemperatur. Und das ist direkt nach der Osmose definitiv in Ordnung. Ich weiß, dass ich hier einen Eingangswert ppm habe von über 200. Also das Wasser hier ist nicht das Beste, ist aber auch nicht das Dreckigste in der Gegend. Also je höher das Eingangswasser ist, desto ja, höher ist dann auch das entsprechende erstmal Ausgangswasser, was hinten rauskommt. Dafür haben wir ja auch dann unsere Harzkartusche, unser Mischbettharz, damit es den ganzen anderen Rest noch rausholt, wie Silikat und die restlichen Stoffe. Also ein Ergebnis von 13 bis 11 ist definitiv sehr, sehr gut, da kann ich mit leben. Ja, die wird jetzt erstmal hier in Dienst tun und dann werde ich euch weiterhin darüber berichten. Ja, Leute, ihr seht, Anlage ist verbaut, Anlage läuft, Anlage funktioniert mit meiner Konfiguration, so wie ich sie habe. Das ist schon mal äußerst gut. Wasser- und Abwasserverhältnis zueinander passt auch äußerst gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Das, was die Anlage leistet, bin ich erstmal mit zufrieden. Vielleicht wird sie noch ein kleines bisschen besser, vielleicht produziert sie dann noch ein kleines bisschen mehr von der Menge her. Aber das ist definitiv schon, ich sage mal, 1,3 Liter kann sie unter Optimalbedingungen maximal produzieren. Und das, was sie jetzt produziert hat, ist, ich sage jetzt mal, im Rahmen. Also da, wir haben gewisse Rahmenbedingungen, in diesen, wo diese Anlagen drin operieren können. Und das ist für, ich sag mal, diese Anlage definitiv okay. Nicht nur okay, das ist in Ordnung. Was ich äußerst schön finde, ist es eine Anlage, die tatsächlich formschön gemacht ist. Es ist nicht einfach so, ja, hier die Kartusche, da die Kartusche, etc. pp. Wir haben unsere 3 Kartuschen formschön verpackt und wir haben die Membran schon formschön verpackt. Wir brauchen im Prinzip nur die Schläuche anstecken und anschließend können wir das Gerät dann dementsprechend vernünftig in Betrieb nehmen. Das ist schon mal sehr, sehr löblich. Das ist schön. Hat natürlich auch den, ich sage jetzt mal, kleinen Fadenbeigeschmack, ist natürlich auch gewollt von der Firma AK. Klar, logisch, dass wir weiterhin die Filter von ihnen kaufen. Das heißt, wir müssen die Feinfilter, Kohlefilter und Membran müssen wir tatsächlich von ihnen erstmal abnehmen. Ich habe da noch keinen Ersatz gefunden, den man benutzen könnte. Aber ist natürlich so gewollt. Membran hält in der Regel relativ lange. Was natürlich alles alle halbe Jahre ausgetauscht werden sollte, sind Feinfilter und Kohlefilter. Optional gibt es natürlich hier auch für den C2-Kohlefilter einen Resinfilter, also sprich ein Harz, eine Harzkartusche. Wobei, ganz ehrlich gesagt, mengentechnisch ist das recht wenig. Das mag eine Zeit lang halten, aber
Ich selber bin der Meinung, bei der Menge, was diese Anlage tatsächlich produziert, braucht man eine vernünftige Harzkartusche dahinter von mindestens 3 bis 4 Liter. Damit man auch, ich sage es mal, über einen gewissen Zeitraum bei einem hohen Wasserverbrauch gegebenenfalls nicht so oft das Harz wechseln muss. Würde ich so. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, der hier noch auf uns wartet. Ja, Leute, die nächste Sache, die ich euch gerne zeigen möchte. Ja, ich habe jetzt die Problematik, dass ich natürlich ein Becken habe mit einem umlaufenden Rand und dass ich da nicht mal ebenso irgendwelche Sachen dranhängen möchte. Außer die wichtigsten natürlich: Pumpe, Lüftung etc. Das sind alles so an Stellen, die man, ich sage jetzt mal, einigermaßen verkraften kann und muss, beziehungsweise ich natürlich muss. Aber ich habe natürlich das Problem, dass ich keine Ablegerbank mehr vernünftig setzen konnte. Zumindest nicht die, die ich bisher hatte. Da bin ich auf Suche gegangen und bin da auf die Firma Reef Deck gestoßen, also reefdeck.com, blende ich euch mal kurz eben ein. Und die produzieren diese, ja, ich sag mal, formschönen Ablegerbänke in verschiedenen Varianten. Einmal zum Einhängen und, was für mich natürlich äußerst interessant ist, mit Magneten. Und diese Magnete haben die Möglichkeit, ja, bis zu 12 mm Glas sind sie definitiv vernünftig geeignet. Es geht bis zu 15 Minuten, Millimeter. Da sind sie bedingt geeignet. Also je nachdem, wie viel und wie schwer er draufhängt, das müsste man dann ausprobieren. Bei mir ist es so, dass ich das Ablegerdeck an meinen Ablaufschacht reinhängen möchte. Also brauchte ich natürlich auch eine Ablegerbank mit einem Magneten, der auch der äußere Magnet gleichzeitig mit, ich sag mal, vergossen ist bzw. geschützt ist. Und das habe ich bei Reef Deck gefunden. Habe die Firma kontaktiert und mir sind hier drei Sachen, die ich gerne haben wollte, sind mir zugeschickt worden und die möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. So, fangen wir mit den einfachen Varianten an hier. Wir haben hier, das ist übrigens schön sauber verpackt, dass das Ganze nicht untereinander aneinander kratzt etc. pp. Ich habe im Vorfeld auch schon die Schutzfolien entfernt, damit das jetzt hier dementsprechend hübsch aussieht, weil das Ganze ist aus Acrylglas. Wie ihr seht, lasergeschnitten das Ganze, schön formschön hier. Wir haben hier hinten eine entsprechende Platte, die von hinten dran gesetzt wird und die ziemlich kräftig ist. Die Magneten hier haben einen Durchmesser von 22 mm und wie gesagt, bis 12 mm Glasstärke sind sie definitiv, ja, definitiv gut. Und alles, was darüber hinaus ist, kann es halten, kann aber auch genauso gut sein, dass es nicht ganz hält, je nachdem, wie viel ihr vorne drauf setzt. Das ist jetzt hier die erste Variante. Klarglas, die stelle ich mal hier vorne hin. Dann haben wir hier eine, die sieht ein bisschen exotischer aus, weil sie anders geschnitten ist und zudem in einer anderen Farbe. Das ist das nächste. Man kann sich mehrere Farben aussuchen. Ich bin hier in das Gelb gegangen. Wie gesagt, die entsprechenden Folien, wenn ihr die bekommt, sind noch drauf. Deshalb sehen sie dann wenn sie ankommen, nicht ganz so toll aus. Aber jetzt sehen, ja, wenn alle Folien runter sind, absolut top, absolut genial. Hier habt ihr einiges an Platz drauf, wenn ihr die entsprechend kleineren Plugs nehmt. Anzahl, was drauf passt, blende ich euch nochmal eben ein. Und auch hier das gleiche Prinzip mit dem entsprechenden Halter könnt ihr dann von außen dran packen. Und ja, die sind äußerst stark. Wie gesagt, die sind komplett eingegossen, die Magneten rundrum. Sollte man natürlich sowieso, wie bei allen Sachen im Becken, regelmäßig kontrollieren. Und das ist zum Beispiel eine Variante, die ich mir wahrscheinlich erstmal an den Schacht dranhänge. Aber ich habe auch noch eine dritte Variante hier, die auch ziemlich geil ist. Und zwar kann man sich dann dort seine Farben zusammenstellen.
eben ein bisschen aus. Wir haben einmal die Halter hier. Das sind die Backen. Diese Farben kann man sich auch definitiv auswählen, so wie man sie haben möchte. Und dann haben wir im Prinzip die Auflage an sich. Besteht aus zwei Scheiben, das Ganze. Ich weiß nicht, ob das Grün jetzt hier gerade rüberkommt, weil ich im Greenscreen drehe. Ich drehe das einfach jetzt mal so um. Wie das Ganze zusammengesetzt wird, ist eigentlich ziemlich geil. Jetzt muss ich eben kurz gucken. Das ist die... Also hier sind die kleinen Löcher, hier sind kleine Löcher. Die legt man einfach erstmal übereinander, so dass die an den Seiten hier zueinander passen. Dann setzt man die erste Seite auf, dann setzt man die zweite Seite auf, verschiebt das Ganze zueinander. So, dann wird es schon mal fest. Um das Ganze noch komplett zu sichern, kommt hier diese Halterung rein. Und dann kann man das so dementsprechend im Becken dahin positionieren, wie man möchte. Wir haben auch hier, das sind auch wieder äußerst feste Magneten, hier sind noch Schutzplättchen drauf, mit denen das Ganze dann im Becken verankert wird. Hier hinten haben wir eine glatte Anlagefläche, das ist ganz wichtig, damit das auch vernünftig anliegt. Und ich denke mal, ich werde die definitiv jetzt erstmal bei mir unten verbauen und schauen, wie das Ganze dann aussieht. Entsprechendes Bild blende ich euch dann dazu ein. Ja, mal abgesehen von der Tatsache, dass es verschiedene Varianten gibt, verschiedene Farben, verschiedene Zusammenstellmöglichkeiten. Wie gesagt, hier hat man 30 verschiedene Möglichkeiten, Farben ins Spiel zu bringen, wenn man das gerne möchte. Ich habe es mir jetzt mal bunt bestellt, um mal zu schauen, wie das im Aquarium wirkt. Ob ich das tatsächlich brauche oder nicht, werden wir dann im Nachhinein sehen, werde ich darüber berichten. Und was ich euch definitiv hier im Moment anbieten kann und was ich abgesprochen habe, ist für den Shop reefdeck.com für diese Reefdecks einen 10% Rabatt für den entsprechenden Zeitraum, den ich euch unten einblende. Und da könnt ihr dann dementsprechend, da gibt es noch verschiedene andere Varianten. Er hat da wirklich ziemlich viel. Also von den Preisen her wird es so aussehen. Die beiden hier kosten jeweils 29 Euro und das Reefdeck hier hinten, das größere, kostet 40 Euro und dementsprechend 10% kann ich euch da vom Hersteller drauf anbieten. Ja, wie das Ganze dann im Endeffekt montiert aussieht, blende ich euch dementsprechend ein. Ich habe sie alle dreimal dann mit reingehangen und ich denke, ich werde mich erstmal für das größere entscheiden, weil auch dementsprechend hier vorne diese Kante davor ist. Ich habe ein paar Euphilien, die ich etwas kleiner machen möchte. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze im Endeffekt wirkt, wie man damit umgehen kann. Vor allem nach einer gewissen Zeit kommen da ja Algen drauf, das wachsen Kalkrotalgen drauf, etc. pp. Wie kann ich dann anschließend hingehen und es reinigen, damit es auch anschließend wieder vernünftig aussieht? Alles das werdet ihr natürlich bei mir auf dem Kanal erfahren. Ja, Leute, das war mal ein kurzer Überblick über die Sachen, die ich jetzt zwischendurch noch mal mit reinbekommen habe. Die MyAqua läuft im Moment. Da werde ich euch demnächst auch weitere Informationen zu geben. Wasser- und Abwasserverhältnis hat ja soweit gepasst, habt ihr gesehen. Finde ich auch soweit gut. Ob die Anlage dann dementsprechend in Verbindung mit meinem Aufbau das bringt, was sie bringen soll. Also sprich das Reinstwasser, was ich bisher definitiv auch immer eingesetzt habe. Werden wir bei der nächsten ICP sehen. Genauso werden wir bei den nächsten ICP sehen, was der Testkoffer kann, den ich noch bekommen werde. Das war jetzt schon mal ein bisschen angeteasert. Ja, und die Reefdecks hier werden dann dementsprechend natürlich bei mir im Becken zu sehen sein. Und solltet ihr dann noch Fragen oder Ähnliches haben, schreibt es ruhig runter in die Kommentare, antworte ich gerne drauf. Und ja, alles in allem, wie gesagt, ihr seht im Hintergrund das Becken läuft, das tut's. Ich kann mich nicht genug beschweren. Und ich würde sagen, es reicht für heute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao.